Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung von GTA 5. Heute gucken wir uns natürlich mal wieder nach einer etwas längeren Abstinenz ein neues Auto an, und zwar ein Porsche Cayman GT4 2016, den wir hinter uns stehen haben. Ein richtig krasser Edelschlitten mit ordentlich Power, der den Komet in GTA 5 ersetzt. Und ich zeige euch natürlich immer wie in der obligatorischen Autohaus-Vorstellung, ja, wenn ihr euch dann ein Auto kaufen wollt, wird euch ja alles immer gezeigt. Erstmal die ganzen netten Sachen, also das ist der Flitzer, sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus, in Farbe Schwarz hier zu sehen. Ich laufe ins Gebüsch, in der Farbe Schwarz zu sehen. Bei diesem Modell ist es wieder so, ich zeige ja immer nur Mods, die ich wirklich auch sehr cool finde. Und bei diesem Modell ist es so, es ist wieder sehr viel Detail verarbeitet worden. Unter anderem hier die Felgen, dann hat man die Bremsen, hier die Bremsscheibe sieht man, dann hat man Dreck auf dem Wagen, man kann das Auto tunen, die Lichter funktionieren und so weiter und so fort. Also man hat da wieder richtig viel gemacht, das Glas kann zerstört werden, ihr lacht, das sind solche Kleinigkeiten, die man wirklich erwähnen muss, weil das nicht bei vielen Autos so ist. Wenn man sich das mal hier anguckt, es ist wirklich eine richtig schicke Karre, wie ich finde, ja, auch von innen. Also typisches Porsche-Design, gefällt mir richtig gut. Kommt im nächsten Jahr anscheinend dieses Modell, ja, 2016er Modell. Und also ich muss sagen, ich finde mega nice. Und wir machen jetzt eine kleine Spritztour und gehen den natürlich dann tunen hier. Ihr kennt das ja, wir haben uns ja letztens noch einen Ford Mustang und so weiter angeguckt und einen Camaro und so. Also das könnt ihr alles auf diesem Kanal sehen. Ich wollte noch eine Sache ausprobieren. Genau, wenn wir mal ein paar Random Colors machen, damit ihr seht, welche Farben es ungefähr gibt hier bei dem Porsche Cayman. Hey man, Cayman! Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas. Sieht zwar nicht so geil aus, dieses Gelb, aber wir fahren mal zum Tune. Machen natürlich dann noch eine kleine Spritztour mit dem Wagen. Der hat natürlich ordentlich Zunder hier. Achso, ich habe ganz vergessen, den muss ich natürlich auch noch von innen zeigen. Radio ist auch da, wo das Radio tatsächlich ist, ne? Das ist ja auch sehr schick, schick hinten. Haben wir den dicken Motor. Warte mal, kann man das eigentlich sehen? Ist beim Porsche der Motor eigentlich vorne oder hinten? Das weiß ich gar nicht. Fällt mir gerade mal auf. Beim Ferrari ist der hinten. Beim Porsche ist der vorne, ne? Okay, nix gut. Ich habe nichts gefragt. Das ist nur eine dicke Anlage da hinten. So. Also bei diesem Autotypen bin ich mir immer unsicher, weil ich selber kein Porsche besitze und kann das nicht so sagen. Okay, wir fahren mal hier rein. Also von innen auf jeden Fall sehr schicker Wagen. Da kommt er. Also mir gefällt der richtig gut und mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. So, wir können jetzt erstmal natürlich den Motor da richtig was reinballern in den Wagen. Ja, hier sehen wir den nochmal. So, haben wir gemacht. Dann noch einen dicken Auspuff dran. Doppelauspuff. Ja, komm, ballern wir auch was dran. Stoßstangen. Jo. Ah, guck mal. Das Problem ist, der hat zwar Tuning-Parts, aber die habe ich nicht aus einem Grund installiere ich die nicht mehr. Weil wenn man zu viel bei seinem GTA moddet, bei Autos vor allem, hat man das Problem, dass man dann irgendwann nicht mehr online spielen kann, weil man das Backup, also man macht immer, ich mache immer ein Backup von dem Wagen, ja, von dem Komet, der eigentlich da vorhanden ist. Und wenn man da zu viel rumfriemelt, kann es sein, dass es gar nicht mehr irgendwie funktionstüchtig ist. Und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal. Neon Farbe. Achso, wir brauchen natürlich hier, komm, da ballern wir alles rein. Ich finde weiß sieht sogar ganz edel aus, aber das können wir natürlich noch ändern. Wir gucken jetzt erstmal, was wir noch haben. Nummernschild müssen wir schwarz machen. Also wir behalten diese Lackierung natürlich nicht. Ja, was ist das denn? Ah, das sieht blöd aus. Ja gut, also die, wie gesagt, die Anordnung ist nicht so super. Sieht aber lustig aus. Ich finde, da muss man aber eigentlich gar nicht so viel pimpen. Turbo. Yeah. Die Reifen lasse ich, auf jeden Fall. So. Fenster, machen wir natürlich Limousine. Boah, guck mal, wie killer das aussieht. Aber das ist ein bisschen übertrieben. Sollten schon so machen. Okay, Panzerung und Bremsen haben wir schon eigentlich. Genau, jetzt noch die Lackierung. Können wir gucken. Also, guck mal, so sieht der schon sehr beastig aus. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde, der muss eigentlich so ein Rennrot haben, oder? Ne, das passt zu dem Wagen nicht. Irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, schwarz ist eigentlich die Idealfarbe. Ich geh mal ganz kurz durch. Weiß sieht der auch noch. Ah, das ist Diamantenblau. Okay, ist kein Weiß. Also sieht er natürlich auch sehr geil aus, ne?
bisschen edel aus. Guck mal, Frostweiß. Also im Weiß, finde ich, ist der eigentlich sehr, sehr schick. Ne? Aber das ist ja immer so eine Sache. Ich bin halt ein Freund von weißen Autos. So. Kann man da einen Perleffekt? Aber der bringt dir gar nichts, oder? Ne. Welche Farbe hättet ihr denn genommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja gut, der ist halt ein bisschen zu... Weiß passt eigentlich doch nicht zu ihm, weil die Scheiben jetzt so dunkel sind. Also schwarz sieht eigentlich schon geil... Wollen wir denn wieder schwarz machen? Ich finde, komm, wir machen nochmal schwarz. Ich finde, schwarz sieht eigentlich geiler aus. Boah. Alter. Oh. Okay, damit müssen wir gleich noch eine Tour machen. Komm, machen wir den noch ganz schnell schwarz. Weiß passt doch nicht so. Ich bin zwar ein Freund von weißen Autos, aber das passt nicht. So, warte mal. Wie sieht's denn mit matt aus? Matt sieht ja bisschen... Ich finde, matt passt bei dem Auto eigentlich ganz gut. Guck mal, so sieht's... Komm, machen wir das hier. Bei matte Autos finde ich eigentlich nicht so geil, aber da sieht's eigentlich okay aus. Kann man machen. So. Das ist er. Auf jeden Fall der Porsche. Den haben wir jetzt hier am Start. Und eine kleine Tour mit. Alter, zieht der durch. Boah. Yeah, Mann. Rihanna im Radio. Wie passt das Song gerade so geil? Halt da. Boah. Alter, wenn du da einmal die Kontrolle verlierst, ist es vorbei. Macht mega Laune, mit dem Auto rumzufahren. Und wer dieses Auto mal ausprobieren möchte, einfach unter diesem Video den Link anklicken. Dort findest du alle Infos. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich mal ein Däumchen freuen. Und ich werde jetzt natürlich wieder versuchen, öfter GTA 5 Autos zu zeigen oder generell Mods. Macht echt irgendwie Spaß, da so ein bisschen rumzubasteln. Man muss aufgucken, dass man nicht zu viel moddet, weil man sonst ein paar Probleme kriegt. Komm, dann machen wir noch... Ich habe eine Idee. Ah, das war nicht die Idee. Aber das Schadensmodell funktioniert auf jeden Fall auch. Was mache ich denn da, Mann? Ich fahre wie eine Sau. So, jetzt aber. Ich habe noch eine Idee. Weg da. Ah, ist das eine Todesschaukel? Er macht erstmal Bild von meinem Handy, wie ich da... von meinem Auto. Hä? Achso. Ich muss dagegen fahren. Mal weg da. Kommen wir da hoch? Alter! Mein Auto ist alleine gefahren auf einmal. Was war das denn? Ich konnte mir nach links und rechts. Das ist einfach da voll beschleunigt. Was habe ich denn da gerade gemacht? Warte mal, ich repariere den mal. So kommen wir ja keinen Schritt weiter. Putz! Alter! Guck mal! Sobald ich hier bin, beschleunigt er selber. Nicht wundern, da kommt gerade ein Auto eine Treppe hochgefahren. Einmal bitte Platz machen. Okay, jetzt habe ich noch, wollte ich noch was testen. Boah, es macht mega Laune, mit der Karre rumzudüsen. Okay. Dann mal los! Der Sound ist nice. Ja, Victor. Yo, bis zur nächsten Folge von GTA 5 Watts. Danke fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Und wer will nicht gerne mal einen Porsche im Wasser versenken? Welche Farbe würdet ihr nehmen und wie findet ihr das Auto generell? Schreibt es in die Kommentare und habt einen wunderschönen Tag. Euer Walter Freiwald. Tschüss. Bis zum nächsten Video.